Kosmos. Hallo ihr Lieben. Ja, heute habe ich mal wieder ein paar Beauty-News von Beauty Press für euch. Für alle, die Beauty Press noch nicht kennen, habe ich unten noch mal ein paar Videos zu Beauty Press verlinkt, nur ganz kurz. Beauty Press ist ein Service für Journalisten, Blogger, die quasi mit Beauty-News verschiedener Marken einen versorgen mit Bildmaterial, Produkten etc., wenn man eben in diesem Bereich tätig ist. Und wie gesagt, ich habe da schon einige Videos zu gemacht, die verlinke ich euch mal unten. Und bei Beauty Press finden auch immer wieder Events statt, wo dann eben ja verschiedene Marken vor Ort sind und nochmal Sachen vorstellen. Ich konnte leider bei dem letzten Event nicht dabei sein und habe aber netterweise ein paar Produkte zugeschickt bekommen und die würde ich euch gerne einfach mal vorstellen. Bevor wir jetzt aber gleich in diesen doch ziemlich großen Karton hineinschauen zusammen, an dieser Stelle nochmal meine Bitte an euch. Ich freue mich riesig, wenn ihr Bock habt, mir ein Abo dazulassen. Für euch ist das Ganze kostenlos und mich unterstützt ihr damit sehr. Ihr könnt mir natürlich auch gern Feedback in sonstiger Form da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, mir einen Kommentar schreiben und ich freue mich immer über den Austausch mit euch und schreibt mir auch bitte gerne immer, wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich schaue, dass ich immer so schnell wie möglich antworte. Und dann legen wir los. Und zwar habe ich hier, ist obendrauf in dem Karton eine kleine Info noch gewesen, dass ja eben da drei Marken ihre Produkte mit reingepackt haben. Einmal zeige ich euch ein bisschen was von Gewohl, von Keralog und von TP. Und ich finde es halt immer auch ganz spannend. Ihr wisst ja sowieso, ich bin immer jemand, der auch gerne mal Marken zeigt, die vielleicht nicht jeder YouTuber schon immer in die Kamera hält, sondern versuche auch immer wirklich auch mal ein bisschen andere Marken in den Fokus zu bringen oder einfach euch mal auch zeigen, was es sonst noch so gibt, außer DM. Und wobei es nicht heißt, dass es nicht einen Teil der Produkte auch bei DM gibt. Egal. So, wir starten und zwar greife ich gleich mal hier einfach in die Schachtel rein und als erstes, was ich rausziehe, das habe ich beim ersten Reinspitzen, habe ich mir schon gedacht, Mensch, das ist ja genau das Richtige für mich. Ja, so. Volumen Beach Wave. Stylischer Look mit Wow-Effekt für alle Haartypen. So. Was ist das genau? Elastische Locken durch Hyaluronsäure, Kollagen und Arginin. Übrigens, Keralog ist eine Marke, die hat mir immer was oder die sagt mir was. Ich habe selber aber tatsächlich noch nie was ausprobiert. Ihr kriegt die Sachen, wenn ich es richtig gesehen habe, online zum Beispiel bei Amazon. So, dann, was ist das genau? Also, das ist ein System, dessen Formulierung noch entwickelt wurde. So, ich muss jetzt aber trotzdem mal reinschauen, weil ein System sagt jetzt erstmal nichts, was genau das für Produkte sind und wie ich die auftragen soll. Also es sind da zwei Sachen drin. Lumen Beach Wave. Also wir haben hier einmal eine Curling Lotion, das ist Step 1. Und einen Neutralisierer, Step 2. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, wie man das denn anwenden soll. Die Anwendung ist dank der speziellen Formulierung jederzeit auf natürlichem gefärbten Haar, Haar mit Strähnchen, Porösen etc. möglich. Die natürliche Feuchtigkeit des Haares wird nicht beeinträchtigt und die Haarstruktur wird erhalten. Ha. Das Volumen oder die Locken bleiben elastisch und dank dem ebenfalls enthaltenen Cystheamin wird dem Haar Struktur und Kraft verliehen. Das klingt doch erstmal gut. Ich bin aber immer so bei sowas, wo ich, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, aber was muss man genau machen? Also, das Ergebnis bei allen Haartypen sehr natürlich und gleichmäßig. Das klingt jetzt echt schon mal spannend, ja? So, das Keralog Beach Wave leicht aufzutragen ist, kann es mit herkömmlichen Wicklern oder sonstigen zu Volumen führenden Hilfsmitteln verwendet werden. Auch das Einarbeiten mit den Händen bringt einen tollen voluminösen Effekt. Beach Wave eben. Also das klingt irgendwie echt gut, ja? So. Also die empfehlen, dass man das vorher mal an einer Locke testet, ja? So, und dann soll man eben diese Well-Lotion auftragen. Dann gibt es eine Einwirkzeit. Und nach dieser Einwirkzeit muss man dann die Phase 1 wieder rauswaschen. Also einfach mit warmem Wasser, lauwarmem Wasser. Und dann den Neutralisierer. Und den auch nochmal ein bisschen einmassieren. Und dann auch ausspülen. Das werde ich unbedingt testen. Das klingt total gut. Also, das werde ich testen und werde euch dann irgendwie berichten, wie das ist. Also ja, spannendes Produkt. Habe ich so noch nie irgendwie in irgendeiner Form gesehen woanders. Also sehr interessant. So, dann auch schon das nächste von Keralog. So, da das ist eine Permanent-Koloration. Dunkelbraun.
All-in-One Färben und Nachfärben, startklare Fertigmischung, das ist natürlich praktisch, mehrmals verwendbar. Ich bin ja noch, und ich werde es versuchen, solange es geht, es auszuhalten. Ich habe in meinen Haaren nichts drin. Ich habe nichts gefärbt, nichts getönt, gar nichts. Das ist mein Naturhaar. Nächstes Jahr werde ich 40 und ich habe das Glück, dass ich tatsächlich, also ich habe mal vielleicht ein einzelnes graues Haar oder so, aber momentan vermeide ich noch alles, was irgendwie permanente Koloration ist. Überhaupt Koloration mache ich irgendwie nicht. Aber trotzdem ganz spannend. Diese Farbe könnte eventuell tatsächlich genau was für meine Mami sein. Also vielleicht testet die das dann mal für mich. Das finde ich ja auch toll. Ha, guck mal. Hier noch ist was für dauergewelltes oder lockiges Haar. Ein BB-Mousse. Cremiger Lockenpflegeschaum. Das klingt gut. Reduziert Haarbruch. Sichtbar bessere Haarstruktur. Klingt richtig gut. Ja, das werde ich auf alle Fälle definitiv beim nächsten Haare waschen gleich mal austesten. Wirklich spannend. Preise übrigens schreibe ich euch unten rein, ne? Falls ich es nicht erwähnt hatte. So, dann glaube ich, sind wir mit Keralock durch und jetzt geht es weiter mit Gewohl. Die haben ja sehr, sehr, sehr schöne Sachen für Füße und Beine. Was mir gleich entgegenspringt, wo ich mir denke, ist jetzt auch herrlich im Winter, so mit schönen dicken Söckchen dann drauf. Soft Feet, Butter, Granatapfel und Moringa für gepflegte Füße und Beine. Ach, das klingt toll. Mal schauen, ob wir da irgendwie dran schnuppern können. Granatapfel stehe ich jetzt halt gerade zur Zeit total drauf. Also immer, aber das ist so zu, aber gut. Ich will gerne mal dran schnuppern. Oh, das riecht lecker. Das ist eine richtig schöne Butter. Das ist eigentlich für die Füße, aber ach, egal. Wir probieren das jetzt so ein ganz bisschen an der Hand aus. Also es riecht köstlich. Und es ist richtig schön, schön dick. So ein richtiger Balsam, aber zieht auch wirklich sofort schnell gut weg. Und riecht einfach nur köstlich. Also riecht wirklich richtig, richtig toll. Auch ein schönes Produkt. So, was haben wir denn von Gewohl noch drin? So. Das ist hier nochmal von Gewohl eine Bein- und Fußlotion, regeneriert und pflegt gestresste Haut mit weißem Tee-Extrakt. Ja, klingt auch nicht schlecht. Probiotisches Pflegekonzept, das klingt natürlich interessant. Ah, fördert die natürliche Vermehrung gesunder Bakterien der Hautflora und bringt diese wieder in Balance. Ja, das ist ja für irritierte Haut dann vielleicht ganz gut, ne? Oder ich kenne viele, die so... gerade eine gute Freundin von mir, die hat immer so mit juckenden Beinen zu kämpfen. Also auf alle Fälle für gestresste Füßchen eine gute Sache. So, dann, was haben wir noch? Das verstehe ich jetzt nicht. Moment mal, also das ist, jetzt steht hier Gerlasan. Weiß ich jetzt nicht. Aber es ist wohl auch Gerla. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Also es ist irgendwie wohl auch aus dieser Reihe Balance. Und das ist aber eine Handcreme, ja? Auch schön. Auch für Diabetiker geeignet. So ist ja auch mal gut zu wissen, ne? Ich glaube, die auch. Diese andere Gewohl-Produkte. Ich glaube, die sind auch für Diabetiker. Ja, genau. Also diese ganzen Gewohl-Produkte, die sind eben auch für Diabetiker geeignet. Das ist ja gerade bei Fußsachen immer auch ganz wichtig, ne? So, und dann kommen wir auch schon zur letzten Marke. Die hat hier so ein hübsches Täschchen mitgeschickt. TP. Kennt ihr TP? Jetzt machen wir den Test. Die machen so ganz schöne Zahnsachen. Zahnsachen, pass auf. Also die haben zum Beispiel diese Zwischenraum-Zahnbürsten. So, genau. Machen aber auch natürlich Zahnbürsten. So, und da sind hier ein paar Zahnbürstchen drin. Auch die sehen ja süß aus. Muss ich gleich mal gut rausholen. Ach, das finde ich aber cool. Klimaneutrale Zahnbürsten. 95% klimaneutral. Und so hübsche Farben. Gelb, hellblau, rosa, hübsch. Ja, und da gibt es auch verschiedene Größen, Standard, klein, mini, also auch eben für Kinder und für die ganze Familie sozusagen. Ja, die werden wir ausprobieren, auf alle Fälle. Coole Innovation. Jetzt kann ich euch da sehr viel mehr auch gar nicht dazu sagen. Oder habe ich hier noch eine Info mit drauf? Nee, jetzt leider nicht. Also sie heißen einfach Good Zahnbürsten. Genau, ich verlinke euch die einfach mal, aber unten auch. Dann könnt ihr da auch nochmal auf die Seite von denen gehen. Das waren also die Neuheiten oder die Produkt-News vom Beauty-Press-Event. Ich hoffe, ihr hattet irgendwie Spaß bei meiner Präsentation. Ich finde es ja immer ganz interessant, auch mal Marken irgendwie zu zeigen, die vielleicht nicht jetzt
wie gesagt, die nicht überall immer ständig präsent sind. Und ja, ich finde, da waren irgendwie einige Überraschungen dabei. Ich hoffe, ihr hattet auch Freude beim Zusehen. Ich danke euch nochmal fürs Zusehen und dann würde ich sagen, bis ganz bald wieder hier auf Kathis Kosmos. Tschüss!